So, wir sind zurück zur nächsten Ausgabe unseres One-on-One heute mit Till Glober. Herzlich willkommen. Dann legen wir direkt los mit dem Fragendreier. Nach deiner MEBL-MVP-Saison 2012 hier in Paderborn bist du ans College gegangen nach Maine. Was hast du aus den 4 Jahren dort mitgenommen? Ja, insgesamt habe ich viel Erfahrung gesammelt, sportlich wie auch akademisch. War eine sehr lehrreiche Zeit. Ja, insgesamt hat es mir sehr gut gefallen und jetzt bin ich wieder froh, hier zu sein. Alles klar, und dann ist es natürlich ein anderer Basketball, der dort in den USA gespielt wird am College. Wie war jetzt die Umstellung zurück auf den europäischen Basketball? Ja, insgesamt ist der Basketball auf dem College ja, insgesamt athletischer und ja, ich würde sagen schneller. Und in Europa, also hier in Deutschland, wird mehr auf Skill geachtet und ja, was mir auch sehr gut liegt. Und ja, das also insgesamt eine positive Umstellung. Und ich denke mal, dass ich mein Spiel aus den USA auch gut hierhin ja, verfrachten kann und ja, mich darauf umstellen kann. Alles klar, jetzt bist du einer der wenigen Neuzugänge zu einem doch ziemlich gleich gebliebenen Team. Wie willst du dem Team jetzt helfen als Neuzugang und was sind deine Saisonziele als Team auch? Ja, auf jeden Fall will ich immer 100% geben mit Energie und ja, mit meinem Einsatzwillen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir eine gute Saison zusammen haben werden. Alles klar, das war der Fragendreier. Jetzt kommen wir zum End-One, zur Zuschauerfrage. Die kommt diesmal von Phil über Facebook und der fragt: Was freut dich am meisten an deiner Rückkehr nach Paderborn? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall das Umfeld. Die Menschen hier sind einfach, ja, ich mag die Paderborner Mentalität und ja, ich freue mich wieder hier mit den Menschen umgehen zu können. So, das war der End-One. Jetzt kommen wir zum Freiwurf, zur Frage an dich selbst. Ja, meine Frage an mich selbst ist, was meine Ziele sind außerhalb des Basketballs. Und dann würde ich sagen, dass ich gerne mein Studium hier in Paderborn weiterführen möchte. Ich habe in den USA International Management studiert und jetzt möchte ich in Paderborn an der Universität mit unserem Hauptsponsor meinen Master erledigen in den nächsten Jahren. Und das ist ein großes Anliegen für mich. Wunderbar, dann bedanke ich mich für das Gespräch, wünsche viel Glück bei der Saison und beim Studium und wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten One-on-One.